Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Herzlich willkommen zum fünften Tag der Weihevorbereitung an die Immaculata, Erneuerung der Weihe im Internet oder Direktaufnahme in die Miliz der Immaculata in den Kapellen der Bruderschaft, der Priesterbruderschaft St. Pius X. Wir wollen wieder beginnen mit unseren Gebeten, mit der Litanei zum unbefleckten Herzen Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heiliges Herz Mariens, bitte für uns. Herz Mariens, ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns. Herz Mariens, von allen irdischen Begierden befreit, bitte für uns. Herz Mariens, mit Gnaden erfüllt, bitte für uns. Herz Mariens, allzeit in Gott versenkt, bitte für uns. Herz Mariens, du Abgrund der Demut, bitte für uns. Herz Mariens, du Sitz der Barmherzigkeit, bitte für uns. Herz Mariens, vom Feuer der göttlichen Liebe entzündet, bitte für uns. Herz Mariens, du Wunder der Reinheit und Unschuld, bitte für uns. Herz Mariens, mit allen Tugenden geziert, bitte für uns. Herz Mariens, du Spiegel der göttlichen Vollkommenheit, bitte für uns. Herz Mariens, bei der Geburt deines göttlichen Sohnes mit Freuden erfüllt, bitte für uns. Herz Mariens, bei Simeons Weissagung vom Schwert des Schmerzes durchdrungen, bitte für uns. Herz Mariens, durch die Sünden der Welt betrübt, bitte für uns. Herz Mariens, bei den Leiden deines Sohnes in ein Meer von Bitterkeit versenkt, bitte für uns. Herz Mariens, bei dem Tode Jesu vom Schwert der Schmerzen durchbohrt, bitte für uns. Herz Mariens, bei der Himmelfahrt Jesu mit unaussprechlicher Freude erfüllt, bitte für uns. Herz Mariens, in der Glorie über alle Engel und Heiligen erhöht, bitte für uns. Du vielgeliebtes Herz der Tochter des himmlischen Vaters, bitte für uns. Du hochgebenedeites Herz der Mutter des göttlichen Sohnes, bitte für uns. Du auserwähltes Herz der Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Du Wohnsitz der allerheiligsten Dreifaltigkeit, bitte für uns. Du Herz nach dem Herzen Jesu, bitte für uns. Herz Mariens, du Ursache unserer Freude, bitte für uns. Herz Mariens, du Heil der Kranken, bitte für uns. Herz Mariens, du Trost der Armen, bitte für uns. Herz Mariens, du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Herz Mariens, du Hoffnung und Schutz deiner Kinder, bitte für uns. Herz Mariens, du Schild der Streitenden, bitte für uns. Herz Mariens, du Stärke der Sterbenden, bitte für uns. Herz Mariens, du Erquickung der armen Seelen, bitte für uns. Herz Mariens, du Freude aller Engel und Heiligen, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, o heiligstes und unbeflecktes Herz Mariens, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten, Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, du hast das unbefleckte Herz Mariens durch seine Liebe und Barmherzigkeit mit dem Herzen deines göttlichen Sohnes innig vereint. Gib, dass alle, die dieses jungfräuliche Herz andächtig verehren, durch seine Verdienste und Fürsprache zur vollkommenen Hingabe an das heiligste Herz Jesu gelangen und diese bis in den Tod bewahren. Amen.
Mit dem heiligen Maximilian Maria wollen wir die Mutter Gottes preisen. Erlaube mir, dass ich dich preise, heiligste Jungfrau. Erlaube mir, dass ich dich mit ganzen Kräften preise. Erlaube mir, dass ich für dich und allein für dich lebe, arbeite und leide, für dich mich selbst verzehre und sterbe. Erlaube mir, zu deiner größeren und vermehrten Verherrlichung beizutragen. Erlaube mir, dir eine solche Ehre darzubringen, wie sie dir noch niemand dargebracht hat. Erlaube mir, dass mich andere im Eifer um deine Verherrlichung übertreffen und dass ich dann, wie in einem edlen Wettstreit, immer tiefer und rascher deine Ehre ausbreite, immer prächtiger, so wie es der ersehnt, der dich so unaussprechlich über alle anderen Wesen erhoben hat. Amen. Und mit dem heiligen Ignatius bitten wir, ewiges Wort, eingeborener Sohn Gottes, lehre mich die wahre Großmut. Lehre mich dir dienen, wie du es verdienst, geben ohne zu zählen, kämpfen unbekümmert um Verwundungen, arbeiten ohne Ruhe zu suchen, mich einsetzen, ohne einen anderen Lohn zu erwarten, als das Bewusstsein, deinen heiligen Willen erfüllt zu haben. Amen. Heute am fünften Tag betrachten wir die Worte aus dem Weihegebet, welcher Gott die ganze Ordnung der Barmherzigkeit anvertraut hat. Also Gott hat Maria die Ordnung, die ganze Ordnung der Barmherzigkeit anvertraut. Das ist auch wirklich beachtenswert und bedenkenswert, was das bedeutet. Ihr ist die ganze Ordnung der Barmherzigkeit anvertraut. Der heilige Maximilian Maria erklärt uns dazu: In der Familie freut sich jeder Vater, wenn die Mutter durch ihre Fürsprache seine strafende Hand über dem Kind zurückhält. Denn dann ist der Gerechtigkeit genug getan und auch die Barmherzigkeit scheint auf. Also da sehen wir genau das Abbild in der Familie von dem, wo wir das Vorbild finden in Gott und in Maria. Maria tritt für uns ein, sie tritt dazwischen und sie hält die strafende Hand Gottes auf. In der Familie macht das die Mutter und da sehen wir ein Abbild. Denn nicht ohne Grund wird die Vollstreckung der Gerechtigkeit aufgeschoben. So sagt uns der heilige Maximilian. In ähnlicher Weise gibt uns Gott, um uns nicht züchtigen zu müssen, eine geistliche Mutter, deren Fürsprache er sich nie verweigert. Also da haben wir jetzt das himmlische Vorbild für unsere irdische Familie. Also die geistliche Mutter tritt für uns ein bei Gott, der sich ihrer Fürsprache nie verweigert. Deshalb sagen die Heiligen, dass Jesus die Ordnung der Gerechtigkeit für sich behalten, hingegen der Immaculata die Ordnung der Barmherzigkeit übergeben hat. Dazu möchte ich bemerken, dass Jesus es damit nicht so meint, er hätte überhaupt keine Barmherzigkeit, er hätte nur mehr die Gerechtigkeit, sondern er schiebt sozusagen seine Mutter vor, er stellt sie dazwischen, damit sie mit der ganzen Barmherzigkeit zuerst einmal kommt und dazwischen tritt und eintritt für uns, bevor wir in Berührung kommen mit seiner Gerechtigkeit. Denn Gott ist zugleich barmherzig, aber auch gerecht. Er ist genauso barmherzig wie gerecht. Und wenn wir Sünder sind, wenn wir unbeständig sind und unzuverlässig sind, dann besteht wirklich große Gefahr, dass wir mit seiner Gerechtigkeit zu tun bekommen. Daher hat er es so gemacht, dass er seine Mutter dazwischen gestellt hat, die nur Barmherzigkeit ist. Sie ist die reine Barmherzigkeit. Und das ist ein ganz großer Akt der Liebe. Und da sehen wir ja schon die Barmherzigkeit Jesu zu uns. Also es wäre unsinnig, jetzt anzunehmen, dass Jesus nur gerecht ist und nicht barmherzig, sondern aus seiner Barmherzigkeit heraus hat er uns ja seine Mutter gegeben, weil er ja weiß, wie sündhaft wir sind und wie sehr wir ihre Fürsprache brauchen. Pater Stehlin gibt uns dazu diese Erklärung, die tiefer führt. Wir kennen den Titel Mutter der Barmherzigkeit.
Die Immaculata ist die Mutter des Heilands, dessen ganzes Erlösungswerk ein unendlicher Strom der Barmherzigkeit ist. Also hier sagt er es ganz klar, Pater Stielin, das ganze Erlösungswerk ist ja ein einziger Strom der Barmherzigkeit. Hier aber geht der heilige Maximilian noch viel weiter, indem er also nicht nur Mutter der Barmherzigkeit diesen Titel der Immaculata gibt, sondern noch mehr, indem er sich auf den heiligen Bernhard beruft, der das Geheimnis Mariens besonders mit dem göttlichen Erbarmen in Verbindung bringt. Gott ist gerecht, weil er heilig ist. Jetzt verstehen wir auch mehr, warum Gott gerecht sein muss. Er ist gerecht, weil er heilig ist. Die unendliche Heiligkeit Gottes verlangt, dass alle Finsternis weichen muss vor dem ewigen Licht. Sünde kann nicht bestehen vor Gott. In seinem Reich gibt es keine Sünde. Im Himmel gibt es keine Sünder. Das Gute muss belohnt, das Böse bestraft werden. Die Gerechtigkeit verlangt es, dass die Schuld bis zum letzten Heller bezahlt wird. Die Barmherzigkeit Gottes besteht aber darin, dass er, um die Forderung der Gerechtigkeit zu erfüllen, seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Also es ist der Sohn selber, es ist Jesus selber, der alles bezahlt hat, was wir eigentlich Gott schulden. Wir sündigten, Christus bezahlt die Schuld. Also Gott selber steht für uns ein, er selber bezahlt die Schuld. Also kann man keineswegs jetzt behaupten, Christus oder Gott wäre nur gerecht. Das wäre eine völlige Verkennung der Wahrheit. Wir sind die Sünder und Christus, das unschuldige Lamm, hat für uns bezahlt. Wir begehen die Verbrechen, Christus nimmt die Strafe auf sich. Nun aber hat Christus dieses sein schönstes Privileg, den tiefsten Ausdruck seiner Liebe zu uns, seiner Mutter geschenkt, als das schönste Juwel in ihrer Krone. Also es ist ja eigentlich von Christus her kommend. Er hat uns ja diesen Schatz der Barmherzigkeit, die Gnaden, verdient. Und er hat jetzt diesen Schatz in die Hände seiner Mutter gelegt. So darf Maria ganz und gar Barmherzigkeit sein. Das Gericht und die Forderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit überlässt sie ganz ihrem Sohn. Also sie hat mit dem Gericht nichts zu tun. Sie hat auch nichts mit den Forderungen der Gerechtigkeit, der Heiligkeit Gottes zu tun. Sie selbst ist in allem nur Erbarmungsvolles, Mütterliches, sich hinneigen zum armen, schmutzigen Wicht, der wir alle sind. So sagt Pater Stielin so treffend. Sie neigt sich herab zu uns, sie ist so mütterlich, so liebevoll, so mitfühlend auch und ja, so herzlich, dass wir überhaupt keinen Grund haben, uns zu fürchten. Selbst wenn wir die schlimmsten Sünden begangen hätten, so viele Sünden begangen hätten wie einen Ozean, so schwere Sünden, so tief, dass man es gar nicht beschreiben kann. Es gibt niemanden, den sie zurückweisen würde. Wenn jemand zu ihr kommt, der noch so schmutzig ist und noch so voller Sünden, noch so viel Schuld auf sich geladen hat. Es gibt keinen Menschen, der in der Lage ist, so viel zu sündigen, dass die Immaculata ihn nicht mehr anschauen würde. Das ist nicht möglich. Und jetzt zur geistlichen Lesung. Ich sage das, weil es heute ja wirklich viele Sünden gibt, schlimme Sünden. Aber niemand kann von sich behaupten, ihn würde die Mutter Gottes nicht mehr anschauen, ihn würde sie nicht mehr annehmen. Diesen Menschen gibt es auf dem ganzen Erdenrund nicht. Heute betrachten wir das Kapitel aus dem Buch Die Immaculata, unser Ideal, in der geistlichen Lesung. Warum hat Gott Maria eine so außergewöhnliche Rolle zugedacht für die letzten Zeiten? Und hier hören wir heute vor allem nicht so sehr den heiligen Maximilian, aber den heiligen Ludwig. Der heilige Ludwig hat viel gesagt über die letzten Zeiten, über gleich zu Beginn im Goldenen Buch, dass die Mutter Gottes in den letzten Zeiten erkannt werden muss. Die Menschen müssen sie kennen, sie müssen wissen, wer sie ist. In ihrer Macht müssen sie erkennen, in ihrer Barmherzigkeit, in ihrer Gnadenfülle, in ihrer Herrlichkeit, damit durch sie, also die Menschen müssen sie annehmen, in ihr Herz aufnehmen, sich ihr weihen und damit durch sie dann das Reich Jesu kommen kann. Zuerst kommt das Reich Mariens, dann durch sie
das Reich Jesu. So sagt uns der heilige Ludwig. Und dann sagt er noch viele interessante Dinge, die jetzt gleich hier angeführt werden. Auf Seite 202 in dem Buch. Durch Maria hat die Erlösung der Welt begonnen und durch Maria muss sie sich vollenden, so sagt der heilige Ludwig im Goldenen Buch. Und da fällt mir ein, es ist ja genau das Gleiche beim heiligen Maximilian Maria. Er erklärt uns eigentlich genau das Gleiche, dass wir uns der Immaculata weihen müssen, weil sie in der Weihe, wenn wir uns jetzt jeder Einzelne, der sich weiht, wenn wir uns ihr hingeben, als ihr Eigentum übergeben, dann zertritt sie der Schlange den Kopf und wir werden in sie umgewandelt. Sie nimmt uns als ihren Besitz einfach in Beschlag. Wir sind von ihr besetzt, besessen von ihr. Und so kann sie uns umwandeln in eine zweite Immaculata sozusagen. Wir dürfen Immaculata sein. Und das ist ihr Triumph in den letzten Zeiten. Die unbefleckten Seelen werden Christus so verherrlichen und so lieben und so ehren, wie er noch nie geliebt worden ist. Das sind die Worte des heiligen Maximilian. Und das ist erst die Vollendung der Erlösung, die Erfüllung. Und da gibt es viele tiefe Gedanken vom Pater Fehlner, die ich Ihnen später noch mitgeben möchte. Aber jetzt lassen wir es dabei stehen. Durch Maria hat die Erlösung der Welt begonnen und durch sie muss sie sich auch vollenden. Das geht nicht anders. Denn die Erlösung, wir wissen es und sehen es ja alle, ist wahrhaftig noch nicht vollendet. Wer von uns ist wirklich erlöst? Wer von uns ist unbefleckt? Daher ist jetzt und gerade heute in diesen Zeiten die große Zeit der Immaculata gekommen. Pater Stehlin sagt, mit diesen Worten erklärt der heilige Ludwig Maria Grignot von Beaufort, warum Maria besonders bei der zweiten Ankunft Christi auftreten wird, in den letzten Zeiten. Also es handelt sich um die zweite Ankunft Christi, ausdrücklich auch ausgesprochen beim heiligen Ludwig in dem kleinen Büchlein Das Geheimnis Mariens, wo er sich da auch ziemlich ausführlich erklärt, dass die zweite Ankunft Christi nicht mehr ferne ist. Wir wissen nicht das Wann und das Wie, aber es wird so sein, wie es sich die Gelehrtesten nicht vorstellen können. Und die zweite Ankunft bedeutet wirklich, es ist ein Kommen Christi, wo er sein Reich auf den Trümmern der Feinde aufbauen wird. Also das Reich der Feinde, das ja heutzutage so groß und prächtig erscheint, das wird in Trümmer fallen und auf diesen Trümmern wird Christus sein Reich aufbauen. So ähnliche Worte gebraucht der heilige Ludwig. Und er gibt 7 Gründe dafür an, warum bei der Wiederkunft Jesu die Jungfrau Maria in besonderer Weise gekannt und durch den Heiligen Geist offenbart werden muss. Und nun führt Pater Stehlin diese 7 Gründe des heiligen Ludwig an. Ich zitiere jetzt aus dem Goldenen Buch. Gott wünscht, dass Maria das Meisterwerk seiner Hände in jenen letzten Zeiten enthüllt und offenbar wird. Und zwar erstens, weil sie selbst sich auf dieser Erde verborgen hielt und sich in ihrer tiefen Demut bis in den Staub erniedrigte, indem sie von Gott, den Aposteln und Evangelisten erlangte, über ihr Leben zu schweigen. Also sie muss offenbart werden. Sie ist verborgen geblieben auf ihr eigenes Verlangen hin. Das ist der erste Punkt. Zweitens, weil Maria das Meisterwerk der Hände Gottes ist. Sowohl hienieden, also auf Erden durch die Gnade, als auch im Himmel durch die Herrlichkeit, also die Glorie. Sie ist einzigartig und unübertroffen in der Gnade auf Erden und in der Glorie im Himmel. Deshalb will es Gott, dass er dafür auf Erden angebetet und unter den Lebenden verherrlicht werde. Gott wünscht, dass er dafür von den Menschen verherrlicht wird. Drittens, weil Maria der Morgenstern ist, der Sonne der Gerechtigkeit vorausgeht, das ist Jesus Christus, und sie enthüllt. Deshalb muss sie bekannt und offenbart werden, auf dass dadurch Jesus Christus angebetet werde. Also sie geht der Sonne voraus wie die Morgenröte,
so wie Maria geht Jesus Christus voraus, der Sonne der Gerechtigkeit. Und Maria offenbart Jesus. Wir brauchen sie, damit wir überhaupt disponiert sein können, um Jesus zu erkennen und aufzunehmen, wie es ihm gebührt, in seiner endzeitlichen Herrlichkeit. Damit Christus diese Verherrlichung, diese Glorie, diese letzte in den letzten Zeiten empfangen kann, ist es notwendig, dass die Seelen Maria erkennen. Der dritte Grund. Sie geht ihm voraus. Viertens, weil Maria der Weg ist, auf welchem Christus zu uns zum ersten Mal gekommen ist. Also Maria ist der Weg, Christus ist durch sie zum ersten Mal zu uns gekommen. Daher wird sie auch der Weg sein, wenn Christus wiederum kommen wird, wenn auch nicht auf dieselbe Weise. Seine Wiederkunft wird ja nicht im Fleische sein, sondern in der Glorie, in Herrlichkeit. Fünftens, weil Maria das sichere Mittel ist, der einfache und unbefleckte Weg, um zu Christus zu gelangen und so Jesus durch Maria zu finden. Wer Maria findet, findet das Leben. Das heißt Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das sind die Worte vom Johannesevangelium 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand aber kann Maria finden, wenn er sie nicht sucht. Und niemand sucht noch begehrt etwas, das er nicht kennt. Deshalb ist es notwendig, dass Maria mehr denn je bekannt wird, damit dadurch die allerheiligste Dreifaltigkeit am allermeisten bekannt und angebetet wird. Also zuerst Maria kennen, um Gott zu kennen. Also Gott wird gekannt werden und geliebt werden wie nie zuvor in diesen letzten Zeiten. Vor allem dann in seinem Reich, nach der Reinigung der Erde. Sechstens, Maria muss in jenen letzten Zeiten mehr denn je das Licht der Barmherzigkeit, der Macht und der Gnade verströmen. Das Licht der Barmherzigkeit, um die armen Sünder und Irrenden liebend anzuziehen und sie in den Schafstall Christi heimzuführen, damit sie sich bekehren und zur katholischen Kirche zurückkehren. Sie muss die Kraft enthüllen gegen die Feinde Gottes, also die Macht. Zuerst war jetzt die Barmherzigkeit für die Sünder, für die Irrenden, um sie zurückzuführen. Dann ihre Macht, ihre Kraft wird sie enthüllen gegen die Feinde Gottes, die Götzendiener, Schismatiker, Mohammedaner, Juden und verhärteten Gottlosen, welche sich fürchterlich auflehnen werden und alle nur möglichen Kräfte entfalten, um die ihnen Widerstehenden zu versuchen und sie durch Versprechen oder Drohungen zu Fall zu bringen. Das haben wir ja heute. Schließlich muss sie Gnade ausstrahlen, um ihren treuen Soldaten und Dienern Mut und Kraft zu verleihen für den Kampf der großen Sache. Also Barmherzigkeit, ihre Barmherzigkeit, ihre Macht und ihre Gnade wird offenbar werden. Und siebentens, endlich muss Maria furchtbar werden wie ein bewaffnetes Heer, gewaltig wie eine Armee. Also da denkt man gleich an die Legion Mariens oder eben auch an die Miliz, das Heer, die Armee der Immaculata, bereit zum Kampf gegen Satan und seine Genossen, besonders in jenen letzten Zeiten, da der Teufel genau weiß, dass ihm nur noch wenig Zeit gegeben ist, um die Seelen zu verderben. Und das ist offensichtlich auch heute. Deshalb wird er jeden Tag die grausame Verfolgung verdoppeln, also jeden Tag die Verfolgung verdoppeln und den treuen Dienern und wahren Kindern Mariens furchtbare Fallen stellen, da er diese viel schwieriger besiegen kann als alle anderen. Es ist wirklich so, heute steigert sich die Verfolgung, verdoppelt sich jeden Tag. Und gerade die Kinder Mariens werden von ihm verfolgt, weil er sie viel schwieriger besiegen kann als alle anderen und weil er auch weiß, dass durch sie der Sieg kommt. Und es sind die verschiedenen Zeichen, zum Beispiel Fatima, die Offenbarung, die Erscheinungen in Fatima, allein auch schon das Auftreten oder die Gründung der MI und verschiedener anderer, zum Beispiel auch die Miliz, die Legion Mariens, oder es war auch die Blaue Armee, die von Fatima ausgegangen ist. Das sind alles Zeichen, dass wir in der Endzeit uns befinden.
ausgehend von Fatima. Fatima ist ja ausgesprochen endzeitlich, wo Maria ihren Triumph ankündigt. Und sie hat ihre Heere, ihre Milizen auf der Welt schon gegründet. Und jetzt ist es wirklich eminent von Bedeutung, von eminenter Bedeutung, dass wir uns da als ihre Ritter gebrauchen lassen, weil wir ihr verlängerter Arm sind auf der Erde. Sie ist im Himmel. Sie braucht auf der Erde ihre Ritter, ihre Kämpfer, die alles einsetzen, um sich gegen den Satan und seine Handlanger zu stellen. Aber warum soll gerade Maria und nicht direkt Christus den Satan besiegen, fragt Pater Stehlin zwischendrin. Und dann fährt er fort mit den Worten des heiligen Ludwig. Also heute ist das eine Lektion aus dem Goldenen Buch. Warum nicht direkt Christus, sondern gerade Maria? Warum soll sie den Teufel besiegen? Weil er sich vor ihr nicht nur mehr fürchtet als vor allen Engeln und Menschen, sondern in gewisser Weise sogar mehr als vor Gott selber. Er fürchtet Maria noch mehr als Gott selber. Natürlich heißt das nicht, dass der Zorn, der Hass und die Macht Gottes nicht unendlich größer wären als bei Maria, da doch die Vollkommenheiten Mariens begrenzt sind. Eher ist das so zu erklären, dass Satan erstens in seinem Stolz unendlich mehr leidet, wenn ihn eine geringe und demütige Magd des Herrn verfolgt, besiegt und bestraft, deren Demut ihn mehr verdemütigt als die Macht Gottes. Und zweitens gab Gott Maria so große Macht über die Teufel, dass diese sich mehr vor einem ihrer Seufzer für irgendeine Seele fürchten, als vor den Gebeten aller Heiligen. Sie fürchten sich mehr vor einer ihrer Drohungen als vor allen anderen Schmerzen. Das ist der Unterschied. Worin besteht die Rolle Mariens in den letzten Zeiten? Was für eine Aufgabe hat sie? Pater Stehlin sagt, sie besteht in der Entscheidungsschlacht zwischen ihr, dem großen Zeichen am Himmel, also sie ist ja das große Zeichen am Himmel, und dem Drachen. Offenbarung 12, dort finden wir dieses Bild. Darauf weist schon die Tatsache hin, dass im Maße, als sich die Gottlosigkeit auf der Welt verbreitet, sich offenbart und den Gläubigen zu Hilfe kommt. Also wir sehen schon die Tatsache, dass wie sich die Gottlosigkeit auf der Welt verbreitet, so offenbart sich Maria und kommt den Gläubigen zu Hilfe. Denke man nur an Fatima, da erscheint sie und kommt uns wirklich zu Hilfe mit ihren Vorschlägen, mit ihren Ratschlägen, Forderungen auch. Sie sagt uns ja, sie gibt uns die Strategie, um uns gegen den Teufel und seine Machenschaften zu schützen. Während auf Erden die Ideale der Freimaurerei und aller anderen Feinde Gottes triumphieren, verbreitet sich auch der Kult der Gottesmutter und wird zur Ursache des größten Aufblühens der katholischen Mission in der Geschichte der Kirche. Es war damals unmittelbar nach den Erscheinungen in Fatima wirklich eine ganz große Mission. Die Statue der Mutter Gottes von Fatima zog durch die Welt und es kam zu vielen Bekehrungen, unzähligen Bekehrungen. Es wird berichtet, bis in die 40er Jahre, wo es dann plötzlich abgebrochen ist, in den USA 1 Million Bekehrungen, in England 10.000 und zigtausende, in vielen Ländern zigtausende, hunderttausende. Es war ein ganz großer Aufbruch, wirklich eine ganz große katholische Mission nach Fatima, bis zum Einbruch dann im Lauf des Krieges und vor allem dann, wo der Modernismus dann Überhand gewonnen hat, der ja den Geist der Mission erstickt hat und zum Erliegen gebracht hat. Die Apokalypse beschreibt diesen Kampf mit folgenden Worten. Und jetzt kommt die Heilige Schrift. Ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond zu ihren Füßen und um ihr Haupt ein Kranz aus 12 Sternen. Das sind jetzt Zitate aus dem 12. Kapitel, alles aus dem 12. Kapitel. Und ein anderes Zeichen erschien am Himmel, siehe, der große Drache in Feuerfarben.
und der Drache stand vor der gebärenden Frau, um, sobald sie gebären sollte, ihr Kind zu verschlingen. Und als der Drache sah, dass er auf Erden geworfen ward, begann er nach der Frau zu haschen, also nach ihr zu greifen, welche den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege an ihren Ort, wo sie genährt wird, eine Zeit und noch zwei Zeiten und noch eine halbe Zeit, weit weg von der Schlange. Das sind 3,5 Jahre, rechnet man. Eine und zwei und eine halbe Zeit ergeben 3,5. Und das entspricht genau der Zeit, wo der Antichrist auf Erden herrschen wird. Und in dieser Zeit wird die Frau an einem geschützten Ort sein. Und damit, das sage ich jetzt persönlich hinzu, glaube ich, sind auch ihre Kinder betroffen. Diese Kinder werden den Schutz der Mutter haben während dieser schrecklichen Zeit der 3,5 Jahre, wo der Antichrist herrscht. Und der Drache erzürnte über die Frau und er ging weg, um mit dem Reste ihrer Nachkommenschaft den Kampf zu beginnen, mit denen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wie wir schon erwähnt haben, sieht der heilige Ludwig Grignon in diesem Kampf die Erfüllung des ganzen Weltenlaufs vom Anfang der Menschheit an. Also er sieht in diesem Kampf das Ende der Zeiten, der heilige Ludwig. In der Endzeit, in dieser Zeit, wo wir heute leben, da sieht er das, was im Bild in der Apokalypse, was wir jetzt gesehen haben. Und der heilige Ludwig drückt sich so aus: auf genau jene letzten und grausamen Verfolgungen Satans, die sich von Tag zu Tag verstärken werden, bis zur Ankunft des Antichristen. Also da sehen wir auch der heilige Ludwig spricht von der Person des Antichristen. Er sagt jetzt nicht, dass es ein individueller Mensch sein wird, aber er spricht von der Ankunft des Antichristen, woraus ich schließe, dass auch er eine einzelne Person meint, wie ja auch viele andere Mystiker es sagen. Also die Angriffe des Teufels verstärken sich von Tag zu Tag bis zur Ankunft des Antichristen. Und auf diese Verfolgungen bezieht sich hauptsächlich jene erste und berühmte Verheißung und jener Fluch, welchen Gott im irdischen Paradies auf die Schlange geworfen hat. Also das Ende schließt sich an den Anfang, wo es geheißen hat, gleich oder bald nach dem Sündenfall: Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, so sprach Gott zur Schlange damals, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dein Haupt zertreten und du wirst sie an der Ferse verletzen. Nur einmal setzte Gott Feindschaft, aber eine unversöhnliche Feindschaft, welche bis zum Ende der Welt dauern und sich ununterbrochen vergrößern wird. Also diese Feindschaft wird ständig zunehmen, bis zum Ende der Welt immer mehr verschärfen. Und es ist die einzige Feindschaft, die Gott gegründet hat. Gott ist ja ein Gott des Friedens, der Liebe, der Eintracht, der Ordnung und der Harmonie. Aber er hat auch er hat eine Feindschaft gesetzt, und das ist die zwischen dem Anhang Gottes und dem Anhang des Teufels. Der heilige Ludwig Maria Grignon zitiert den berühmten Text des heiligen Irenäus: Was Luzifer durch Stolz verlor, erhielt Maria durch Demut zurück. Was Eva durch Ungehorsam verlor und zugrunde richtete, rettete Maria durch Gehorsam. Indem sie auf die Schlange hörte, ruinierte Eva sich und alle ihre Kinder und übergab sie in die Hände Satans. Durch ihre vollkommene Treue zu Gott rettete sich Maria und alle ihre Kinder und weihte sie der göttlichen Majestät. Also sie ist ja ganz Gott geweiht. Und wer sich jetzt ihr weiht, der ist auch ganz Gott geweiht. Dadurch, dass wir Eigentum Mariens werden wir zugleich in demselben Atemzug, in demselben Akt, werden wir zugleich Eigentum Gottes. Und nun kommen wir noch auf Fatima zu sprechen. Pater Stehlin bringt hier
Schwester Lucia von Fatima ins Gespräch. Und zwar ihre Unterhaltung mit Pater Fuentes 1957, wo der Pater sie gefragt hat, auch über die letzten Zeiten, wo sie diese Worte gesprochen hat, die sehr von Bedeutung sind, sehr wichtig sind. Hier sehen wir nämlich konkret, wie der Endkampf des Teufels aussieht. Sie sagt, Schwester Lucia, Pater, der Teufel rüstet sich zur Entscheidungsschlacht gegen die Jungfrau Maria. Das war 1957, also vor 60 Jahren. Und weil er weiß, was Gott am meisten beleidigt und was es braucht, um die größte Zahl von Seelen zu gewinnen, deshalb setzt er alles ans Werk, um die gottgeweihten Seelen zu gewinnen. Also er geht vor allem zuerst einmal gegen die Gottgeweihten. Und es war ja da doch so, dass im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils und vor allem danach, unmittelbar danach, die Berufungen praktisch zum Erliegen gekommen sind, aufgehört haben. Es gibt fast keine Ordensberufungen mehr. Und wie viele Gemeinschaften müssen ihre Häuser schließen und existieren nur mehr in ganz kleiner Zahl. Also in den 60er Jahren war das Konzil 62 bis 65. Und ich weiß von vielen Gemeinschaften, die große Häuser hatten, große Waisenhäuser und verschiedene Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, Schulen. Wie viele haben sich zurückziehen müssen? Wie viele ehemalige Ordensschulen sind heute rein in weltlichen Händen? Also es ist ihm ja wirklich gelungen. Der Teufel setzt alles ans Werk, um die Gottgeweihten zu gewinnen. Denn so wird ein großes Gebiet an Seelen für ihn frei, um sie umso leichter zu erobern. Man denke zum Beispiel an die Schulen. Wie viele Kinder sind noch von der älteren Generation in Ordensschulen gewesen? Wie viele haben noch das Gebet gelernt? Sie haben noch den Katechismus gekannt. Sie waren gläubige Christen. Sie wurden zumindest dazu erzogen. Und heute fällt das alles weg, fast alles weg. Heute wachsen die Kinder, die meisten, fast rein heidnisch heran. Weil, ja, wo gibt es noch Ordensfrauen? Wo gibt es noch Schulen, wo Ordensfrauen unterrichten oder Brüder? Pater, die Mutter Gottes hat mir nicht direkt gesagt, wir seien in den letzten Zeiten, aber sie hat es mich doch verstehen lassen, und zwar aus drei Gründen. Das sind die Worte von Schwester Lucia von Fatima. Und diese drei Gründe führt sie jetzt an. Erstens, weil sie mir gesagt hat, der Teufel bereite sich zur Entscheidungsschlacht gegen die Mutter Gottes. Und die Entscheidungsschlacht, das ist ja immer am Ende. Die Entscheidungsschlacht aber ist die letzte Schlacht, so sagt sie hier auch, bei der es sich zeigt, auf welcher Seite der Sieg und auf welcher die Niederlage sein wird. Also wenn sie gesagt hat, der Teufel setzt zur Entscheidungsschlacht an, ist mit diesem Wort schon alles gesagt, dass wir uns in den letzten Zeiten befinden, in den Zeiten der letzten Schlacht. Zweitens, weil sie meinen Cousins und mir gesagt hat, also Jacinta und Francisco, Cousins waren das von der Schwester Lucia, die zwei kleinen Heiligen, dass Gott jetzt der Welt die zwei letzten Heilmittel gebe. Also das haben Jacinta und Francisco erfahren von der Mutter Gottes. Die zwei letzten Heilmittel, also auch wieder letzte Heilmittel, also die letzten Zeiten. Den Rosenkranz und die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Also das sind die letzten Heilmittel für die letzten Zeiten. Der Rosenkranz und die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Wenn dies aber die letzten Heilmittel sind, so heißt das, dass es keine anderen mehr gibt. Das sind die Worte von Schwester Lucia. Der Rosenkranz und die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen, die letzten Heilmittel. Drittens, weil es den Plänen der göttlichen Vorsehung gemäß ist, dass, wenn Gott die Welt strafen wird, erst alle anderen gewöhnlichen Mittel zur Bekehrung ausgeschöpft werden. Also bevor Gott die Welt straft, schöpft er alle Mittel aus, um sie zu retten. Er nimmt alles, verwendet alles, bringt alles da ein und setzt alles ein, was nur möglich ist, um zu retten, bevor er strafen muss. Als er aber sah, dass die Welt alle diese Mittel vernachlässigt,
bot er ihr das letzte Heilmittel an, nämlich seine heiligste Mutter. Also Maria, die Unbefleckte, die Immaculata, ist das letzte Heilmittel. Und weil sie jetzt so stark in Erscheinung tritt und sich offenbart, ist es auch ganz deutlich, dass wir uns in den letzten Zeiten befinden. Sie ist das letzte Heilmittel. Wenn wir nun aber auch dieses letzte Heilmittel verachten und verwerfen, dann gibt es keine Vergebung mehr für uns, weil wir dann die Sünde begangen haben, die das Evangelium, die Sünde gegen den Heiligen Geist nennt. Wenn wir Maria verachten und verwerfen, dann begehen wir die Sünde, die keine Vergebung mehr verdient und die keine Vergebung mehr zulässt. Wir verwerfen den Heiligen Geist. Das bedeutet konkret, der Heilige Geist ist gekommen und kommt zu uns durch die Offenbarungen und Erscheinungen der Mutter Gottes. Der Heilige Geist spricht durch Maria. Er offenbart sich durch sie. Sie ist ja die Braut des Heiligen Geistes. Und auch hier werden wir noch staunen und uns freuen, welch tiefe Einsichten der heilige Maximilian gerade hier uns gegeben hat und ermöglicht. Diese innige Einheit, diese unaussprechliche Verbindung und Einheit zwischen Maria, der Immaculata, und dem Heiligen Geist. Sie ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und wenn wir sie zurückweisen, dann weisen wir den Heiligen Geist zurück und da begehen wir die Sünde gegen den Heiligen Geist. Also das sind die drei Gründe von Schwester Lucia. Zum Abschluss noch lässt Pater Stehlin den heiligen Maximilian Maria noch zu Wort kommen. Auch er sagt, es gibt kein anderes Mittel in diesen Zeiten. Er sagt das so in einem Vortrag aus dem Jahr 1938. Wenn die Immaculata etwas von uns wünscht, dann gibt es keinen Zweifel, dass wir dies nicht mit Sicherheit erreichen würden. Also man höre und staune. Es ist für unseren schwachen Glauben etwas zum Staunen. Aber wenn wir tiefer verstehen dürfen, wenn wir tiefer hineingeführt werden, dann wird es klar, dass es wirklich so ist. Wenn sie etwas von uns wünscht, dann gibt es keinen Zweifel, dass wir es mit Sicherheit auch erreichen. Also sie verlangt, sie wünscht das und das und das. Dann heißt das für den Ritter in der Miliz der Immaculata, dann heißt das, sie wird es erreichen. Es wird geschehen, es wird sich so erfüllen. Das heißt, ihre Wünsche sind eigentlich Befehle für Gott und für die Ritter. Und diese Wünsche, diese Befehle, die sind so mächtig aufgrund ihrer Macht, dass es keinen Widerstand gibt, der das verhindern könnte. Widerstand gibt es genug, aber sie wird siegen. Der heilige Maximilian sagt uns hier, wenn die Immaculata etwas von uns wünscht, dann gibt es keinen Zweifel, dass wir das nicht mit Sicherheit erreichen würden. Mit ihrer Hilfe vermögen wir alles. Bekehren wir die ganze Welt. Das war seine Überzeugung. Das hat er gewusst, das war sein Glaube, das war sein absolut sicherer Glaube, seine Gewissheit. Er war sich vollkommen im Klaren darüber, dass wir mit ihrer Hilfe tatsächlich alles vermögen und dass wir die ganze Welt bekehren. Wir werden es tun. Er sagt es uns zu, er sagt es uns ins Gesicht, ihr werdet die ganze Welt bekehren, aber mit ihrer Hilfe. Und darum sagt er, aus uns selber vermögen wir gar nichts. Wir vermögen aus uns selber gar nichts. Er hätte keine Berufungen gefunden, wenn er selber versucht hätte. Im KZ hätte er keinen einzigen im Hungerbunker zum Singen gebracht, wenn er selber das versucht hätte. Aber mit ihrer Hilfe haben alle mit ihm gebetet und gesungen, die im selben Raum waren wie er. Und dann noch die anderen, die in den anderen Räumen waren, die ihn nicht sehen konnten, die ihn nur gehört haben, die nur das Singen und Beten aus seinem Raum gehört haben. Und alle haben angefangen, um zu beten und zu singen. Das kann kein Mensch. Und das muss auch für die Henker dort etwas Unerhörtes gewesen sein, dass ein Mensch in diesen schwersten,
schlimmsten Bedingungen einen solchen Einfluss ausüben kann auf die anderen. In diesen, wo alles auf Vernichtung ausgerichtet war, auf Zunichtemachen, auf Tötung. Und es war keine Aussicht, es war überhaupt keine Aussicht, dass da einer noch lebend herauskommt. Und trotzdem hat es der heilige Maximilian vermocht, in diesem Bunker alle zum Beten und zum Singen zu bringen. Das kann kein Mensch, das kann nur die Immaculata. Und das konnte er, weil er sich ganz und restlos ihr zur Verfügung gestellt hat. Das bedeutet, sie hat es durch ihn getan, buchstäblich sie. Und darum sagt er, aus uns selber vermögen wir gar nichts, aber mit der Hilfe der Immaculata werden wir die ganze Welt bekehren. Ich wiederhole, und da sehen wir seine völlige Gewissheit, seine Überzeugung. Das ist in ihn eingemeißelt oder eingebrannt gewesen, wie nichts sonst. Wir werden die ganze Welt bekehren mit Hilfe der Immaculata. Und dann sagt er noch einmal, ich wiederhole, die ganze Welt werden wir ihr zu Füßen legen. Er hat das gewusst. Und da hat er nichts zurückgehalten. Er hat sich selber hingegeben für einen anderen. Und in diesem Liebesakt, das vergleiche ich fast mit Jesus am Kreuz, da hat er auch dann seine Mutter dem einen Jünger gegeben. Einem Apostel hat er die Mutter anvertraut. Und so an einem Menschen vollzog sich das, was für die ganze Menschheit gegolten hat. Wir haben Maria zur Mutter bekommen unter dem Kreuz Jesu. Und so hat er für einen sein Leben gegeben, aber ich bin überzeugt, dass er da uns alle gemeint hat, dass er das im Sinne der Immaculata getan hat. Das heißt, sie hat ihn geopfert mit eigenen Händen für alle Seelen auf der ganzen Welt, damit alle gerettet werden. Das war sein Opfer, nicht nur für den einen, das war sein Opfer für uns alle. Und da hat er das mit seinem eigenen Tod besiegelt, diese Überzeugung. Die ganze Welt werden wir ihr zu Füßen legen. Und dann sagt er eben auch die Erklärung, warum das funktionieren wird, warum das gelingen wird. Seien wir nur ganz und gar ihr Eigentum. Er war es, restlos, bedingungslos und unwiderruflich und grenzenlos. Er gehörte ganz der Immaculata. Und wenn wir dasselbe tun, uns ganz der Immaculata zu eigen geben, ohne zu fragen, ohne zu zögern, ohne zu zweifeln, ohne zu denken, was kann da auf mich zukommen, was wird sie von mir verlangen? Nein, diese Fragen überlassen wir ihr. Wir sind ihr Eigentum und sie wird mit uns tun, was ihr gefällt. Und wir wissen eins, es wird zur größten Verherrlichung Gottes sein. Und es wird dazu führen, es wird darin enden, dass die Immaculata die ganze Welt bekehren wird. Das ist das Ziel. Und dafür lohnt es sich wirklich, alles einzusetzen. Gelobt sei Jesus Christus.